Okay, wir sind auf dem Symphony Summit 2013 in Hamburg. Ich spreche gerade mit Daniel und wollte, dass du dich einfach kurz vorstellst. Ja, mein Name ist Daniel. Ich arbeite für eine Hochschule, die nennt sich Nordakademie, in der Nähe von Hamburg. Und bin jetzt hier im Rahmen der Symphony Summit, um mir etwas zum Thema Testing anzugucken. Weil wir jetzt das für unsere Entwicklung, wir versuchen jetzt gerade auf Symphony einige Sachen umzustellen und mein Kollege macht hier noch zwei andere Workshops und wir versuchen jetzt so gemeinschaftlich dann nachher alles Mögliche abzudecken, um Symphony vernünftig anzuwenden. Also du warst auch gestern da, oder? Ich war auch gestern da, genau. Also an beide Tage hast du dann etwas über Testing. Also genau, ich habe gestern den Functional Testing Workshop gemacht und heute den Test Driven Development Workshop. Und bin ich gespannt, was ich nachher in der Praxis davon umsetze. Und was sind die Vorteile davon, wenn man automatisiert Tests durchlaufen lässt? Ja, für uns ist der Vorteil auf jeden Fall, dass wir schon einen Server haben, um Continuous Integration zu machen. Und da können wir die automatisierten Tests dann gleich einbinden, sodass wir schnell ein Feedback kriegen, was wir vielleicht noch verbessern können. Und nicht mehr manuell durchklicken müssen, das dem ersten User geben, der gibt uns das dann via Postwenden zurück und sagt, hier, es funktioniert noch gar nicht richtig. Also ein bisschen auch Qualität reinkriegen. Okay, gut. Also zum einen die Qualität und ist es auch angenehmer als Entwickler, so zu arbeiten? Ja, dadurch, dass ich eine ganz andere Perspektive auf die Entwicklung, auf den Code habe, dass ich nicht mehr rangehe, baue mir eine Klasse und überlege mir, was könnte ich vielleicht noch so gebrauchen, sondern dass ich erst einen Test mache und mit überlegen muss, was will ich eigentlich, habe ich so einen Perspektivenwechsel, der mich doch ein bisschen strukturierter arbeiten lässt. Ja, wunderbar. Und wie bist du überhaupt zu Symphony gekommen? Also wieso hast du dich nicht für andere Frameworks entschieden oder wieso entwickelst du nicht einfach so mit PHP? Ja, wir haben ein paar Frameworks evaluiert. Und Symphony war nachher das, was bei uns Ausschlag gegeben hat, weil wir schon ein paar Sachen benutzt haben, wie beispielsweise Twig als Templating Engine und auch Propel als ORM, sodass wir dann gesagt haben, benutzen wir Symphony, weil das sind da ja auch Standards gewesen, beziehungsweise Doctrine ist ja jetzt als Objekt, als ORM-Dings abgelöst worden, beziehungsweise Propel wurde abgelöst von Doctrine und wir haben auch den Wechsel auf Doctrine noch nicht gemacht, weil Propel bei uns sauber lief und das weiterverwendet haben. Was, also, was macht Doctrine eigentlich? Weil es irgendwie so eine Anbindung von Datenbanken, habe ich gehört, es ist so eine Library. Genau. Was ist der Vorteil davon? Ist es irgendwie so eine Abstraktion? Oder, ja, kann man sagen, also Doctrine sowie auch Propel machen halt aus meinen Datenbanktabellen erstellen sie Objekte. Also es ist ein Object-Related Mapper, glaube ich, heißt ORM ausgesprochen. So dass ich halt aus meinen Datenbanktabellen und den Relationen daraus Objekte habe, sodass ich dann mit den Methoden arbeiten kann, mit Gettern, Settern, um die dann zu setzen und zu updaten und zu löschen. Okay. Und das ist dann unabhängig von der Datenbank, die man nutzt? Oder? Also es ist nicht irgendwie gebunden auf MySQL? Oder? Wir benutzen jetzt MySQL. Ich habe es mit anderen Datenbanken noch nicht ausprobiert. Ja. Deswegen weiß ich es jetzt spontan nicht. Ich glaube, dass man aber auch andere anbinden kann. Kriegt man bestimmt noch raus aus dem Internet. Bestimmt, wenn man da sich da mal die Doku zu anguckt, steht das da bestimmt drin. Ja, ja, okay. Dann schaue ich es mir an. Ja, dann vielen Dank für die kurze Vorstellung und gerne. Viel Spaß noch. Und, danke. Danke. Gerne.